Willkommen zurück zu Uncharted. Wir machen jetzt Doch, an dieser Stelle weiter. Tenzin ruft uns und wir gehen hier schnell nach oben und schauen mal, was da ist. Was? Schäfer, bitte. Oh, Scheiße. Mist! Spring! Spring! Ach herrje, das sieht ja gar nicht gut aus. Was soll denn jetzt der Panzer? Stimmt, wir haben auf dem Zug ja einen Panzer gesehen. Hatte ich ja ganz vergessen. Also, es fängt mit einem ganz großen Bumm an. Okay, das war jetzt gemein. Und es fängt mit einem noch größeren... Und mit einem noch größeren Bumm geht's weiter. Okay, wir müssen aufpassen. Die Mauern können hier zerschossen werden. Wir auch. Und auch die Deckung von den beiden hier. Wow. Gott, hier muss man richtig aufpassen. Ich hatte dann nicht mal die Möglichkeit, Munition aufzuheben. Schnell weiter. Oh oh. Schnell, beeil dich, Mann. Es dürfte wahrscheinlich nichts bringen, aber für das Gefühl. Trotzdem nochmal. Schnell rüber. Ich sehe ihn. Warum habe ich denn überhaupt hier das Teil? Okay, das können wir besser gebrauchen wahrscheinlich. Okay, hier ist erstmal kein Panzer. Kurz zum Zielen. Ich probiere natürlich möglichst gut zu schießen. Aber manchmal misslingt das auch. Manchmal heißt es bei mir wahrscheinlich recht häufig. Aber ich halt nie wirklich... Autsch. Mit diesen... Third-Person-Spielen... auseinandergesetzt. Zumindest nicht so kompetitiv. Für mich ist Uncharted immer ein Story-Spiel gewesen. Aber klar, ich kann auch versuchen, immer besser zu schießen. Das soll jetzt keine blöde Ausrede sein. Ich glaube, das zu bereden, sollten wir lieber einen anderen Zeitpunkt für aussuchen. Wo ist denn der Panzer? Oh. Kann ich nirgends weggehen? Nirgends in Deckung gehen. Doch, da hinten. Oh Mann, schnell. Wie soll ich bitte einen Panzer stoppen? Okay, jetzt könnten wir den Raketenwerfer von vorhin gebrauchen. Okay, die Brücke war der falsche Weg. Panzer und Faust. Vermute ich mal. Okay, das war jetzt mal ein guter Schuss. Schnell rüber. Nachgeladen haben wir schon. Oh nein. Schnell hoch. Oh ja, schöne Deckung hier. Das war lustig gerade, wie sich das gefügt hat. Na komm. Komm schon! Oh. Gar nicht gut. Wenn er uns jetzt im Visier hat. Ja, der MG-Schütze hat uns im Visier. Na schnell. Rüber! Der hat die ganze Zeit nicht nach hinten geschaut, deswegen habe ich so lange gezögert. Schnell weiter hier. Ich dachte, es wäre Tenzin. Boah, verdammt, schnell weg hier. Ach komm. Ja, okay, da hatte ich jetzt keine so gute Chance. Muss ich nächstes Mal aufpassen.
Okay, Tenzin ist auf jeden Fall weg. Ich glaube nicht. Okay, sehr gut. Es war so klar, dass da einer liegt. Oh nein. Boah. Okay, man muss richtig aufpassen. Der Panzer zerschießt hier hinter mir alles. Hier zum Beispiel gibt es keinen Durchgang mehr. Oh nein, da ist er wieder. Kann ich hier keinen anderen Weg nehmen? Doch, doch kann ich. Sehr gut. Hier runter. Okay, an die Klippe. Wenn ich den an die Klippe führe, dann könnte das eventuell seinen Untergang bedeuten. Oder auch meinen. Oder auch meinen. Aber wenn ich unmittelbar unter dem Panzer stehen bleiben würde, dann hätte der mir nichts antun können. Schade, ey. Im Moment dachte man, das Problem löst sich von selbst. Okay, wo sind hier alle? Das ist so still. Ach, da ist Tenzin. Okay, was jetzt? Wo? Was? Ach so, da. Oh, hier geht's nochmal hoch. Okay. Ich dachte, vielleicht macht er die Tür auf. Da ist jemand. Panzerfaust. Tenzin, Panzerfaust. Ja, okay, aber das reicht nicht wirklich aus. Ach, herrje. Oh, da hat der noch einen Schuss abbekommen. Oh nein, da ist ein da hinten ist noch eine Panzerfaust. Schnell runter. Nicht sterben. Okay. Tenzin, wir müssen da irgendwie hinten lang. Okay, jetzt haben wir wieder volles Leben. Sehr gut. Jetzt ganz schnell rüber. Ach, er wirft die Dinger selbstständig um. Okay, sehr gut. Ich dachte, das hätte sich einfach so gefügt, aber das kann man machen. Tische umschmeißen und direkt dahinter in Deckung gehen. Und jetzt geht's hier nochmal hoch. Oh, wer bist du denn? Hat er noch ein bisschen Lebenszeit gehabt, da ich nachladen musste? Oh Mann, wo ist denn der Panzerfaustschütze? Da. Der zielt mit einer Panzerfaust auf mich. Ist der Typ verrückt? Nur eine rhetorische Frage. Okay, wo ist der Panzer? Da. Zweiter Schuss. Und der dritte. Der ist da hinten irgendwo. Aber wo genau? Okay, ich glaube, da hinten irgendwo. Zumindest kann ich über die Dächer dahin. Könnte auch den Weg von unten nehmen. Oh. Ja, okay, geil. Aber wir haben uns gut vorgekämpft. Blöd nur, dass er uns in den Lauf schießt. Ach komm. Habe ich hier irgendwo Deckung? Ja, hier eventuell ein bisschen. Autsch. Der lebt immer noch. Komm. Jetzt sag nicht, dass seine Panzerfaust runtergefallen ist.
Er hat seine Panzerfaust fallen lassen, der Kerl. Oh, vielleicht hätte ich die erstmal ausschalten müssen. Nein! Auch der lässt die Panzerfaust fallen. Oh Gott. Hier liegt noch eine. Geht doch! Oh Mann, ey. Wird's bald. Noch eine. Und noch ein Schuss. Wir haben es geschafft. Tenzin. Bima. Kunchu King. Schäfer. Wo ist Schäfer? Wie kann Schäfer so? Oh, was? Nate. Sie haben Schäfer. Oh Mann. Natürlich, weil er den Dolch hatte. Ja, ich weiß. Keine Diskussion. Wir müssen los. Okay, gut. Dann rutsch rüber. Okay. Okay. Er ist bestimmt im vorderen Fahrzeug. Müssen Sie einholen, bevor Lazarevich ihn in die Finger kriegt. Ich hab eine Idee. Was machst du denn? Ich mach die Straße frei. Hier, lenk du mal. Was? Na, mach schon. Warum hast du mich denn nicht gleich ans Steuer gelassen? So weit hab ich nicht gedacht. Ja. Okay. Nicht so wackeln. Okay. Ja, genau so. Okay. Los geht's. Na, noch ein bisschen. Genau so. Okay, sehr gut. Ich hänge! Hänge! Schönes Manöver. Aber auch gut mitgedacht, dass er sich da einfach dranhängt. Jetzt muss ich da vorne rüber. Okay, wo soll ich jetzt lang? Darüber? Das glaube ich weniger. Herrje. Hey Leute, wir stehen gerade hier auf der Fahrerkabine. Das ist ein bisschen gefährlich hier. Ja, hier ist es ein bisschen schwieriger, jetzt auf die Knöpfe zu zielen. Mann, die brennen ja alle jetzt. Soll ich den Kerl erwischen? Schwarzer Rauch, das ist nicht gut. Jawoll. Da sind noch ein paar. Ich hoffe nur, dass Elena hier nicht irgendwo ist. Ansonsten wird es gefährlich. Ich hab's ja gesagt. Aus Versehen hätte ich fast sie abgeschossen. Wow, was machen die denn? Keines von sich aus in die Luft geflogen. Woher kam der denn jetzt, der eine LKW? Oh nein. Wohin jetzt? Der schrieb wieder rüber zu Helena. Der brennt auf jeden Fall. Alles klar da hinten? Ja, das Fahrzeug da. Halt rein!
die nie überlebt. Los jetzt! Warte. Fast wie früher, hä? Kannst du laut sagen. Und was jetzt? Wir gehen zu dem alten Kloster. Was sonst? Da ist Schäfer. Verdammt! Was ist los? Lazarevich hat ihn. Oh nein. Willst du das schaffen? Aber sowas von. Fast geschafft. Alles okay? Aha. Und jetzt leise. Komm. Nicht schlecht. Männer. Nein, nein, ich hab die Berge gemeint. Ehrlich. Na los. Ja, da hat er recht. Auf jeden Fall. Trotzdem eine ungünstige Wortwahl. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Haltet die Augen offen! Halt die Augen offen! Du solltest auf deinen Chef hören, Kollege. Wir haben keine Waffen. Wo sind denn alle? Die sind bei Lazarevich. Er hat den... Ach verdammt, der hat die fallen lassen. Aber die Waffe kriegen wir. Na, komm her. Richtig. Vielleicht können wir lautlos noch ein bisschen weiter vor. Aber vielleicht gibt es hier hinten ein paar Waffen. Ich habe auch eigentlich auf einen Schatz gehofft, aber... Der bleibt mir verwehrt. Ach komm, Nate. Du hättest dich direkt in die Deckung begeben können, Mann. Das wird dir wehtun. Ach, und Elena hat auch mittlerweile eine Waffe. Sehr schön. Ja. Hier geht's hoch. Ha, hier die Armbrust. Vorsicht, Soldaten! Sie haben uns noch nicht gesehen. Okay, Moment. Ich erledige die Kerle. An das alte Kloster kann ich mich noch erinnern. Hier oben ist es eiskalt. Hier sind schon einige Leute. Ach komm, ich dachte, ich könnte jetzt lautlos zu dem Kerl an der Klippe gehen. Da hat er sich in just dem falschen Moment umgedreht.
Kerle schalte ich am liebsten trotzdem so aus. Ach komm, wo kommt der denn her? Nein, nicht schießen. Sauber. Erledigt. Wo geht denn Elena rein? Lieber in Deckung, Mädel. Schlagersänger sollten nicht in die Front. An die Front. Oh Mann. Mit dem Laservisier. Das heißt, irgendeine Waffe, die für uns ungesund ist, haben die. Ich habe keine Munition mehr. Jetzt aber. Ja, für die Pistole. Naja. Nicht unbedingt das Beste. Da vorne liegt Munition für die M4. Für die Pistole kann ich gerade alles verballern, theoretisch. Jetzt auch für die M4. Sehr schön. Ach, da ist das Maschinengewehr. Mist! Nee. Ich möchte schon die M4 haben, bitte. Ach nee. Das war nicht so clever. Wenigstens in den Fluss gefallen. Mist! In Ordnung. Langsam aber sicher nach vorne arbeiten. Und hier komme ich auch runter. Sie sind auf beiden Seiten. Aber erstmal schalte ich hier die anderen aus. Gibt es da noch andere? Ja, da. Oh, sehr schön. Elena hat den fertig gemacht. ...154 Schuss. Damit kommt man eine ganze Weile zurecht. Ciao. Okay, schnell hoch und weiter. Oh, da unten ist so ein dick gepanzerter. Hi. Ach, hi. Jetzt seid ihr nicht mehr in Deckung vom Maschinengewehr. Also ihr merkt, das ist recht weitläufig, das Level, und die Gegner könnten überall sein. Deswegen habe ich auch so gute Erinnerungen noch an das Level. Ich bin hier, glaube ich, den ein oder anderen Tod gestorben. Oh, hi. Hatte ich die Trophäe nicht schon mit der M4? Sehr gut. Los, weiter! Los, los! Hey, geh an das Maschinengewehr! Wie bitte? Oh, da hinten sind ja noch welche. Ach, ans Maschinengewehr. Sehr gute Idee. Ja, machen wir. Erst die Typen mit dem Laser, die sie ausschalten, und die auf der Brücke auch noch. Jetzt die Gepanzerten alle. Auch die sind mit dieser Waffe kein Problem mehr. Entwarnung. Sehr gut. Das ging nochmal gut. Jetzt müssen wir mal sehen, wo es weitergeht. Wir kriegen die
Wie bitte? Irgendwas ist mit der Tür. Ach, zusammen öffnen. Ich halte fest. Du zuerst. Okay. Puh. Das war knapp, aber gut. Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Ich glaube, da unten ist ein Seil. Okay, warte. Ich gehe runter und werf's dir hoch. Okay, jetzt wird's so ein bisschen entschleunigt. Es kommt wieder eine Kletterpassage. Hoffentlich lassen die nächsten Gegner ein bisschen auf sich warten. Hier gibt's keinen Schatz. Das hatte ich eigentlich erwartet. Ja. Irgendwie muss ich darüber. Oh. Das heißt, wir müssen hier aufpassen. Die Dinger bröckeln. Aber manche halten. Okay, hier ist das Seil. Fang! Ich hab's! Sollte das Seil hier runtergefallen sein, das wäre nicht so cool gewesen. Oh, schöner Wasserfall hier. Auch noch mit drei verschiedenen Stufen. Wie eine Treppe aufgebaut. Du musst eben springen. Ich fang dich. Okay. Ich hab dich. So. Ganz leicht. Das können wir doch sicher schieben. Komm, hier rüber. Okay. Los, hilf mir. Wir drücken mal. Genau. Puh. Hey, wir können da raufklettern. Komm schon! Vorsichtig! Wer weiß, wie alt die Bretter sind. Ja, und für gewöhnlich hat Drake das Pech bei denen. Deswegen sollte eigentlich Drake ein bisschen vorsichtiger sein. Er wiegt ja auch mehr. Zumindest gehe ich davon aus. Sieh mal, da oben, sind sie das? Ja, sie bringen Schäfer in den Turm. Verdammt. Komm, wir müssen uns beeilen. Ja, da blitzt mir was ins Auge. Ich weiß nicht mehr genau von wo. Hier irgendwo liegt ein Schatz. Moment. Ich weiß, wo es ist. Das Artefakt. Hier kann ich nämlich auf das rote Brett runter. Hier muss ich mich langhangeln. Okay, Leute, beim nächsten Mal nehmen wir wieder die Verfolgung von Lazarevich auf. Es ist heute wieder einiges passiert, ne? Wir haben das Dorf gerettet, zumindest soweit es ging, haben dann Panzer zerstört mit 4 Schüssen einer Panzerfaust. Und jetzt sind wir beim alten Kloster nach einer wilden Verfolgungsjagd angekommen. Und wer hätte es gedacht, Drake hat den nächsten Cliffhanger überlebt. Also beim nächsten Mal geht's dann weiter. Lazarevich hat Schäfer und wir müssen ja immer noch Shambhala finden. Beziehungsweise müssen wir Lazarevich verhindern, dass er nach Shambhala geht. Haut rein!